Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, hier ist der Alex aus dem Heimathafen. Ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder mit dabei seid, denn auch in dieser Woche ist ein bisschen was los gewesen am Kreuzfahrtmarkt. Unter anderem AIDA Aura hat einen neuen Besitzer. Es gibt eine Änderung bei den Bedingungen vom Getränkepaket von AIDA. Wir haben ein bisschen was zu der Black Week oder Black Friday oder Cyber Monday oder Cyber Week, egal wie ihr es nennen wollt. Und natürlich darf ich euch noch so ein bisschen was aus dem Alltag berichten. Also bleibt gerne dran. Ja, es ist eine spannende Woche gewesen. Wir haben ja die Einarbeitung von Viola jetzt gerade bei uns in Salzburg. Wir reden über viele Themen. Wir wollen natürlich über ein paar Sachen so ein bisschen informieren, auch innerhalb uns austauschen mit dem Erfahrungsschatz. Viola war ja 18 Jahre bei AIDA Cruises und hat dort im Key Account Management gearbeitet, war Betriebsratsvorsitzende von AIDA Cruises und hat natürlich auch damals als Assistentin vom VP für Sales gearbeitet und hat viele Erfahrungen, die natürlich für uns auch wichtig sind, um uns einfach mal ein bisschen breiteren Überblick zu verschaffen, weil die Sichtweisen natürlich jetzt von jemandem, der jetzt von AIDA direkt kommt, sind natürlich dann auch wieder manchmal ein bisschen andere. Und deswegen wollen wir doch gleich mit AIDA starten, bevor wir dann übermorgen nach Rostock fahren. Nächste Woche haben wir am 24. die Eröffnung in Rostock von unserem Anlaufpunkt und Anlaufstelle. Und da freuen wir uns richtig drauf. Das wird richtig, richtig schön werden. Ihr Lieben, AIDA Aura ist verkauft. Zack, bumm. Die Meldung ist wirklich brandaktuell. Und zwar erst vor einer Stunde hat der neue Eigentümer es offiziell verkündet. Ich darf euch mal ein Bild zeigen. Und zwar geht AIDA Aura an eine zypriotische Reederei. Und zwar ist sie auch bekannt am Markt und der Name ist Celestial Cruises. Und Celestial Cruises bietet Kreuzfahrten in der Adria an, im griechischen Bereich, also in der griechischen Inselwelt, hat natürlich auch ein paar Reisen Israel, Ägypten, die momentan natürlich nicht dort stattfinden, aber das ist so das Zielgebiet der Reederei, die zwischen 3, 4, 7, 14 Tagesreisen anbietet. Auch für den deutschsprachigen Raum kann man das buchen, gar kein Problem. Und AIDA Aura wird dort die neue Heimat finden drin. Was soll ich sagen? Ich bin froh, dass es nach dem geplatzten Deal mit dem türkischen Eigner oder mit der türkischen Reederei Life at Sea jetzt doch ein glückliches Ende gefunden hat. Nächste Woche soll schon die Überfahrt stattfinden nach Griechenland und so wie ich das gehört habe, ist auch hinten schon der Flaggenwechsel vollzogen worden. Das ist natürlich dann das offizielle Signal und auch Zeichen, dass dort der Verkaufsvertrag dann auch unter trockenen Tüchern ist. Sonst würde man das natürlich nicht machen. Flaggenstartwechsel ist natürlich für so eine Reederei immer was ganz Besonderes und auch gerade für dieses Schiff, weil damit verlässt oder bekommt das Schiff eine neue Heimat. Hinten auch dann am Schiff zu sehen und dort ist dann der Heimathafen zu erkennen. So, ihr Lieben, das ist also wirklich brandaktuell und freue mich, dass es jetzt geklappt hat, was jetzt mit Life at Sea dort ist. Weltreise findet natürlich nicht statt, auch wenn sie schon groß Werbung gemacht haben. Alles natürlich kein Problem, alles abgesagt. Aber das ist auch natürlich auch genau das, was ich schon vermutet habe in der Vergangenheit. Ich habe es ja in einer Cruise Alert-Folge schon gesagt, wenn so ein Kaufvertrag sich so lange oder die Verhandlung so lange hinziehen, da wird sicherlich was hinterstecken, dass das nicht klappt. Denn mit letzter Preis wird dort nicht viel zu holen sein. So. Das haben wir dazu. Also, das Thema ist nun vom Tisch. So, was habe ich noch? Bleiben wir doch wieder bei AIDA, bevor wir nachher weitermachen mit anderen Reedereien. Nicht, dass ihr glaubt, wir können hier nur über AIDA reden. Aber wir haben bei AIDA noch ein ganz besonderes Thema. Unsere Headline heute, AIDA verändert die Bedingungen bzw. verändert das Getränkepaket. Warum? Wieder nicht kommuniziert worden. Das ist ein Thema, was jetzt schon seit 2-3 Wochen in den Foren ganz heiß bei AIDA behandelt wurde. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man ein Getränkepaket bisher gebucht hat bei AIDA, immer es für die gesamte Kabine buchen musste. Also da inkludiert Eltern und Kinder und alle, die halt auf dieser Buchungsnummer in der Kabine sind. Jetzt gibt es dazu eine ganz interessante Änderung. Und zwar, wenn jetzt die Eltern sich entscheiden, dass das Getränkepaket Komfort Deluxe zu buchen oder Komfort, können Sie das gerne tun und automatisch sind nicht die Kinder mit in dieser Buchung, sondern Sie können das Getränkepaket auch für Sie, für die beiden Personen alleine buchen. Es müssen aber immer
die beiden Personen, also die beiden Erwachsenen, die jetzt meinetwegen ein Getränkepaket sich aussuchen, immer das gleiche Getränkepaket haben. Bei den Kindern war es bis jetzt immer so, dass die immer automatisch mit dabei waren mit dem Leitpaket für Kinder. Jetzt ist es so, dass die Kinder außen vor gelassen sein können. Wie das aussieht, habe ich euch grafisch mal von der MyAIDA-Seite runtergezogen. Früher war es dann also komplett hinterlegt, jetzt sind das wirklich gesagt nur die zwei Personen. Und aufgefallen ist das einer Kundin, weil sie darüber stutzig geworden ist. Sie hat eine Weltreise bei uns gebucht fürs nächste Jahr. Und da ja die All-Inclusive-Pakete jetzt auch dort verfügbar sind als Tarif, hat sie nach den Getränkepaketen geschaut. Und dort ist dann zu erkennen gewesen, dass die Kinder nicht unbedingt eins buchen müssen, was natürlich preislich unglaublich interessant ist. Ich darf euch jetzt nochmal das Bild zeigen und wir haben uns abgesichert, wir haben auch AIDA dazu angeschrieben und es ganz konkret benannt. Wir haben dazu eine Rückmeldung bekommen und zwar, Herr Schulz, vielen Dank für die Anfrage. Es besteht kein Buchungszwang zwischen Kindern und Erwachsenen, es müssen nur alle Kinder oder alle Erwachsene einer Buchung das gleiche Paket buchen. Buchen also die Eltern, also die Erwachsenen ein Paket, so müssen nicht zwingend die Kinder eines buchen. Rückwagen stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Also ganz offiziell, so ist es jetzt. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, warum das so ist. Das habe ich auch getan und ich habe eine Vermutung. Eine Vermutung habe ich. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, dass sich da jemand drüber aufgeregt hat, warum müssen meine Kinder ein Zwangspaket bekommen, obwohl ich gar keins möchte für sie. Kann ein Thema sein. Ich glaube aber, dass AIDA die Kinder jetzt mit rausgehalten hat, weil es natürlich dazu führt, wenn die Kinder immer mit dabei sind, dass die Kinder zur Ferienzeit immer an der Bar sitzen oder ganz schnell zur Bar laufen und sich da ihre Kindercocktails holen, was ich natürlich super cool finde als Eltern. Bei AIDA gab es jetzt natürlich im Sommer immer das Problem, dass die Kinder an den Bars dann ihre Kindercocktails bestellt haben und es also ein Bestellchaos gab. Oder Service-Chaos, so muss ich sagen. Es war halt bei 2000 Kindern zur Ferienzeit auf der großen Schiffsklasse oder 1500 Kindern, wenn davon natürlich die Hälfte, 750 Kinder, ein Getränkepaket haben, wo sie an der Bar den ganzen Tag Getränke und Cocktails bekommen, ist es natürlich so, dass da ein bisschen mehr los ist. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Move ist, dass AIDA sagt, okay, passt auf, die Eltern können ihr Getränkepaket buchen, die Kinder haben es nicht automatisch dabei, die müssen dann mit ihrer Bordkarte die Getränke buchen und kaufen und vielleicht entzehren wir dadurch ein bisschen die Bar. Ist meine Vermutung. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Vielleicht schreibt ihr mir unten drunter ja im Kommentar eure Gedanken dazu. Bin ich echt neugierig, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall, ganz offiziell bestätigt, Änderung ist nicht kommuniziert worden. Das machen wir hier gerne im Rahmen vom Cruise Alert im Heimathafen. Und Nadine, nochmal einen ganz herzlichen Dank für deinen Hinweis dazu, die uns darüber informiert hat, dass es dort diese Diskrepanz gab. Denn, das muss man auch sagen, wenn man das jetzt nicht, wenn man darüber jetzt nicht stolpert, hat man immer im Kopf, dass alle das gleiche buchen müssen. Also alle ein Paket buchen müssen. Also, interessant. Kommen wir zu TUI Cruises. Bei TUI Cruises war es diese Woche recht wuselig, weil TUI Cruises hat ja letzte Woche das Logbuch veröffentlicht für den Sommer 25 und das ist eigentlich immer so ein Indiz dafür, dass kurz danach der Buchungsstart kommt. Das heißt, TUI Cruises schaltet die Reisen dann auch frei. Vorher kann man sich informieren, was es gibt. Dann schalten sie es frei und dann können sie es auch buchen. Das hat TUI Cruises Anfang dieser Woche auch gemacht. Als erstes wurde Nordland freigeschaltet und so ein paar Touren. Und dann kam nachher die Mein Schiff Relax dazu und auch der Süden wurde freigeschaltet in Europa. Genau, wenn ihr jetzt einen Wunsch habt, einen Kabinenwunsch oder was ganz Besonderes, eine Suite oder eine Familienkabine, irgendwas, schreibt uns gerne, wenn wir euch da helfen können und dann geben wir euch auch natürlich unsere Tipps dazu. Klar. Klasse, TUI Cruises, Buchungssituation, finde ich schön. Jetzt kommen wir mal zu der Situation, die so ein bisschen jetzt überall rumschwirrt und zwar haben wir jetzt diese Woche sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Was glaubt ihr? Preise, Angebote, Black Friday, was passiert? Ich hatte so ein bisschen schon was gucken lassen, dass ich persönlich nicht glaube, dass AIDA oder TUI jetzt diese absoluten Riesenangebote haben werden, weil natürlich auch die Buchungslage schon sehr gut ist bei AIDA und auch bei TUI. Bei AIDA glaube ich sogar, ich glaube bei AIDA noch einen Ticken besser als bei TUI. Aber die Auslastung ist schon sehr gut. Und man ist bei den Reedereien sehr zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist mit den Angeboten und auch vor allen Dingen mit dem Vorbuchungsverhalten der Gäste für den Sommer und auch für die Karibik-Saison.
Deswegen glaube ich nicht, dass da so die Knallerangebote kommen. Die üblichen Verdächtigen, ein bisschen was fürs Frühjahr, ein ganz klein bisschen was für den Frühsommer, wird sicherlich dabei sein, aber die Knallerangebote nicht. Wo es aber Knallerangebote geben wird, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nee, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, genau, heutzutage gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, jemanden anzusprechen, werden die amerikanischen Reedereien sein, weil Black Friday, das sind ja diese Verkaufstage im Jahr, die bei den Amerikanern natürlich das Um und Auf sind. Woher kommt das überhaupt? Ganz einfach erklärt, Black Friday ist der Tag nach Thanksgiving. Thanksgiving ist immer der Donnerstag. Und ja, und wenn bei Thanksgiving, das ist bei den Amerikanern ein Truthahn essen und so, und die ganze Familie kommt zusammen, noch extremer als bei Weihnachten und Heiligabend, der Fall ist. Und bei Thanksgiving kommen sie alle zusammen, unterhalten sich, was machen wir und so. Und dann ist man mit seiner Familie zusammen und am nächsten Tag haben die Amerikaner frei und dann gehen die shoppen. Am Freitag gehen die shoppen und zwar wie verrückt. Und deswegen heißt das Ganze Black Friday. Mittlerweile gibt es dann, und dann gab es noch den Cyber Monday und so, und jetzt gibt es aber noch die Cyber Week, jetzt gibt es die Black Week und ach, was weiß ich. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Verkaufsaktionen, das artet ein bisschen aus, aber die amerikanischen Reedereien sind da richtig heiß drauf. Ich habe euch mal ein bisschen was mitgebracht, ich blende mal ein bisschen was ein, Norwegian zum Beispiel, ne? Free at Sea, da gibt es 50% Rabatt auf die Kreuzfahrt, bis zu 300 Euro für einen Flugrabatt. Ich blende euch das immer so ein bisschen ein. MSC, bunte Angebotsvielfalt zum Black Friday. Ich habe dann auch noch, was habe ich denn noch? Ich habe Princess auch noch für euch, die kann ich auch mal einblenden. Da gibt es also Kabinen-Upgrades bis zum 27. November. Also ringsrum, alle machen so ein bisschen was. Und wenn ihr schon die ganze Zeit eine Reise habt, die ihr beobachtet, ist das sicherlich auch interessant für euch dazu zu schlagen. Oder eben auch nicht. Ja, muss ich so sagen. Dann gibt es noch was anderes. Hapag-Lloyd Cruises ist ja als absolutes High-End-Produkt, muss man sagen, auf dem Kreuzfahrtmarkt mit den Schiffen Europa, Europa 2 und die Hanseatic Inspiration, Nature und Spirit mit den Expeditionsschiffen, mit den dreien, ist ja wirklich eine Reederei, die sehr viel anbietet, einen sehr, sehr hohen Level, was das Thema Kulinarik, Guest-Service, Passagierplatzverhältnis angeht. Und die haben schon seit ein paar Jahren immer mal so eine kleine Aktion. Die nennt sich immer Sommer hoch 2. Und die Sommer-Specials, Sommer hoch 2, und die Angebote haben sich immer auf die Europa und auf die Europa 2 ein bisschen konzentriert. Das sind so Abreisen, die noch nicht so richtig gut gebucht sind. Die kommen dann da rein. Was passiert da? Ganz einfach, die haben auch wie so ein Garantiekabinen-Verkaufsmodell. Das heißt, da gibt es ein Gold, Silber und Platin. Paket. Das geht nach Kategorien, da geht es nach der ersten, zweiten, dritten Suitenkategorie, ist dann das Goldpaket oder Bronzepaket oder da gibt es auch unterschiedliche Pakete. Egal. Das könnt ihr also buchen und dann bekommt ihr also Kabine dann zugeteilt in dieser Kategorie und habt dann einen besseren Preis. Das lohnt sich wirklich für wirklich auch reizvolle Abfahrten. Ich weiß, insgesamt sind es 14 Reisen, die dort angeboten werden für Europa und Europa 2 und 13 Reisen ganz neu für die Expeditionsklasse. Und zwar Expedition hoch 3 nennt sich das, wegen den drei Schiffen und Sommer hoch 2 wegen den zwei Schiffen. Und da gibt es auch tolle Expeditionsreisen zum richtig coolen Preis. Möchte ich euch gerne so mitgeben als Erklärung, falls ihr darüber stolpert, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann kriegen wir immer wieder auch so Gäste-Feedbacks und bei unseren Social-Media-Kanälen ist ja einiges los. Der Michael war diese Woche wieder fleißig und war hier vor Ort anderthalb Wochen. Wir haben programmiert und uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Das war wirklich toll, das war wirklich wieder bereichernd. Wir haben so viele neue, gute Ansätze. Freut euch einfach drauf. Es wird, wir sagen dazu, richtig, richtig nice. Das ist so eine jugendliche Sprachform heutzutage. Richtig, richtig nice. Finden wir cool. Ja, seid gespannt. Und da gibt es ein Feedback zum Beispiel von Gästen, die gefahren sind, Nordlichter-Tour mit AIDA. So, und da fahren die ja bis Alta. Und da war die Frage an mich herangetragen, ob ich es empfehlen würde, in Alta mit dem Mietwagen zum Nordkap zu fahren. So, da habe ich gesagt, boah, von Alta bis zum Nordkap? Ey, das sind 200 irgendwas Kilometer, ich habe es aufgeschrieben, 234 Kilometer pro Strecke. Das sind 3 Stunden 30 pro Strecke, das sind 7 Stunden Autofahrt.
um einer Metallkugel oben zu stehen, die im Nebel steht. Und das Risiko, dass du mit dem Auto liegen bleibst. Da habe ich gesagt, das lohnt sich überhaupt nicht für mich. Also das ist außerhalb meiner Vorstellungsform. So, habe ich gesagt, so wie ich ja immer bin. Ich sage geradeaus, was ich denke, ist auch nur meine Meinung. Ist nur meine Meinung. Eine Meinung. Und jedenfalls habe ich gesagt, das würde ich nicht machen, das ist Quatsch. Jedenfalls, was ich ja cool finde, er hat es trotzdem gemacht. Und das fand ich ganz cool, weil er mir jetzt geschrieben hat, Maria geschrieben, wie war es nach der Reise und so. Hat er gesagt, ja, cool. Und er sagt dem Alex unbedingt, der hat mir abgeraten, mit dem Auto da hochzufahren. Ich habe es trotzdem gemacht. Und es war richtig cool. Ja, super, sage ich. Das ist richtig cool. Ich freue mich, wenn es gut geklappt hat. Aber das Risiko hätte für mich nicht in dem Feld gestanden, muss ich sagen. Ne? Ja, cool. Cool, wollte ich euch nur mal sagen. Aber man muss nicht immer auf mich hören, man kann seine eigenen Dinge auch machen. Aber beschwert euch nicht, wenn es in die Hose geht. Ne? Schön. Gut, ihr Lieben, das war's zu der lustigen Woche. Ich packe jetzt meine Sachen hier zusammen und bin gespannt, was in Rostock auf mich wartet. Ich habe da einige Termine. Seid neugierig, habt euch lieb. Lasst euch nicht verrückt machen mit den ganzen Preisen. Das ist wirklich, das sage ich hier auch bei uns oben. Ich habe gerade eben noch so einen Zoom-Call gehabt, also so einen Teams-Call mit ganz lieben neuen Gästen, um uns ein bisschen auszutauschen. Ich sage mal, bleibt ganz entspannt, macht euch nicht verrückt, was die Preise angeht. Bucht, wenn ihr ein gutes Gefühl habt, und dann ist es sowieso das beste Gefühl. Es ist einfach so. Also in dem Sinne, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss.